Als Teilorganisation der Wirtschaftskammer Niederösterreich lud der Freie Wirtschaftsverband Schwechat zum Neujahrsempfang in das VIP-Center des Flughafens Wien-Schwechat. Hervorragend besucht war der traditionelle Neujahrsempfang des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes im VIP-Terminal am Flughafen Wien. Was mich besonders freut, ist immer, dass ich das Vertrauen vom Landesverband habe, dass wir hier in Schwechat den Neujahrsempfang traditionellerweise ausrichten dürfen mit unserem Team. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber es macht jedes Jahr erneut Freude. Zahlreiche Unternehmer aller Wirtschaftsbereiche und politisch Verantwortliche aus Bund, Land und Gemeinden wurden begrüßt. Ein starkes Zeichen. Natürlich sind wir dabei, weiterhin zu kämpfen für die kleinen und für die mittleren Betriebe, denn auch wenn es ein bisschen bergauf geht, es ist immer wieder notwendig, ja, zu zeigen der Öffentlichkeit, was die kleinen und die mittleren Unternehmen leisten, was sie bereit sind zu tun und wie stark sie sich engagieren müssen und auch engagieren. Der Neujahrsempfang immer wieder traditionell, heuer auch für Niederösterreich hier bei uns in Schwechat ausgeführt, also eine tolle Geschichte, ja. Was uns auszeichnet hier ist, wir sind ganz, ganz nahe bei den Unternehmungen. Das heißt, wir haben auch vielen persönlichen Kontakt mit unseren Mitgliedern. Der scheidende Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes zieht Bilanz und stellt seinen Nachfolger vor. Wir haben vieles aufgebaut und ich bin mit Herzblut bei der Wirtschaft gewesen, bei den Unternehmerinnen, bei den Unternehmern, und meine Wahl war natürlich so, einen Nachfolger zu finden, der auf dem aufbaut. Mir geht es darum, dass die Dinge, die guten Dinge, die wir erreicht haben, in die Zukunft getragen werden, in die nächste Generation getragen werden. Der Wirtschaftsverband steht für Gründer, für Junge. Einperson und Unternehmer haben normal einen geringen Altersschnitt. Es ist wichtig, auch junge Unternehmer an die Hebeln zu bekommen, weil die Anliegen der nächsten Generation viel besser verstehen und mit mehr Energie transportieren können. Und darum ist meine Wahl auf den Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Meserl-Spartak gefallen. Er steht für mich für den Typus von Menschen, der vorangeht und die Wirtschaft in Niederösterreich wirklich gut gestalten kann. Die Pläne des neuen Präsidenten? Und zwar möchte ich mich einerseits um die Mitglieder, um den Zuwachs der Mitglieder, um die Akquisition der Mitglieder kümmern. Wir müssen einfach noch mehrere werden, damit wir noch mehr Einfluss haben. Andererseits auch die Akquisition und die Betreuung auch der bestehenden Mitglieder, damit wir einfach uns besser untereinander vernetzen. Der Unternehmer profitiert von einem guten Netzwerk. Der zweite Schwerpunkt, das sind die Funktionäre. Wir wollen Schulungen, Weiterbildungsmöglichkeiten für Funktionäre anbieten, damit wir einfach noch besser und stärker in der Wirtschaftskammer auftreten können. Und der dritte Schwerpunkt ist mir ganz wichtig, der Wirtschaftskammerwahlkampf. Ich will stark dazu gewinnen und dazu möchte ich das Team fit halten und wir werden das auch schaffen. Viele Aufgaben, Vorhaben und Ideen also in Zeiten, die alles andere als leicht sind. Das Wichtigste ist die Botschaft, ganz einfach, dass man, wenn man gut arbeitet, das auch honoriert wird. Und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Es ist ja nicht so gesagt, dass es uns so schlecht geht und der Wirtschaft so schlecht geht. Aber wir brauchen noch einen Ruck, um den Menschen, die alle in den Arbeitsprozess hinein wollen, das auch ermöglichen zu können. Wichtig ist das Netzwerken, ja. Das untereinander arbeiten, das untereinander kennenlernen. Ja. Und natürlich auch der Informationsaustausch. Ja. Wo tut sich was, wo kann man unterstützen? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man da einfach immer am Puls der Zeit bleibt. Wir haben immer wieder Probleme, die wir lösen können und auch Hilfestellungen, die wir unseren Mitgliedern geben können und auch natürlich jenen, die Hilfe suchen und vielleicht auch keine Mitglieder sind. Industriearbeitsplätze werden immer weniger und ich glaube, dass das sehr notwendig ist und gerade jene, die sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinden oder die diesen Weg schon gegangen haben, gerade jene brauchen eine sehr starke Unterstützung, weil sie oft nicht wissen, wie sie weiter tun sollen und so. Und ich glaube, dass der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband ein wirklich sehr guter Partner dafür ist. Welche Branchen sind momentan favorisiert? Wo wird am meisten gesucht? Nach wie vor sind natürlich Facharbeiter gesucht, speziell im Bereich Schweißer, Installateure, auch Techniker, ja, mit CAD-CAM-Kenntnissen. In diesem Bereich ist die Nachfrage doch noch sehr hoch. Und auch die Gemeindevertreter der Umgebung machen sich Gedanken über ihre aktuelle Situation, aber auch über die Chancen für ihre Zukunft. SWV und die Wirtschaft, wie geht es der Wirtschaft im Raum Bruck an der Leiter? Ja, natürlich sehr gut. Wir haben einen Eco-Plus-Park, der eher jung ist und sehr zielstrebig und sehr im wachsenden Begriff ist.
die große Chance ist auch hier in Zukunft, dass der Flughafen die Airport-Region entwickeln will und wir hier im Kernteam als Anrainergemeinde sehr stark auch mit partizipieren wollen, dass es für unseren Menschen zusätzliche Arbeitsplätze in der Region gibt und natürlich, dass es auch die Wirtschaft hier, zusätzliche Wirtschaft hier ihren Standort findet. Und Bürgermeisterin Karin Bayer hebt hervor, dass der SWV bei den Neujahrstreffen auch immer karitativ tätig ist. Es ist einfach eine angenehme und interessante Kombination. Mir gefällt es auch gut, dass es uns immer wieder gelingt, als SWV Spenden einzusammeln für Organisationen, die nicht so oft und regelmäßig mit Spenden beteiligt werden. Es ist auch heute, sagen wir mal, ein bisschen eine außergewöhnliche Organisation, die unterstützt wird. Und das Netzwerken ist was total Wichtiges, aber auch dafür zu sorgen, dass Menschen, die beeinträchtigt sind oder einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich selbst, so selbst ihren Mann zu stehen oder ihre Frau zu stehen, ein bisschen unterstützen zu können.